Auf meiner Bucketlist steht, ich möchte gerne ein Haustier haben. Es war schon immer so ein Gefühl da, dass Tiere um mich rum sein sollen. Von Schlange, Spinne etc. hin zur Schildkröte. Ja, warum steht Haustier haben auf meiner Liste? Ich glaube, das ist nicht einfach zu erklären, denn irgendwie war ich schon immer sehr, sehr tierlieb. Und ich habe das immer bei Freunden gesehen, aber auch bei meinen Großeltern. Die hatten einen deutschen Schäferhund und es war einfach toll. Man war immer da, hat an Kamin gesessen und der Hund war da. Man ist spazieren gegangen, hat Stöckchen geholt und ja, man hat sich auch irgendwie ein Stück weit sicherer gefühlt. Es war einfach eine schöne Zeit und jetzt höre ich gerade, wie meine eigene Katze, die ihr noch kennenlernen werdet, hier gerade Theater macht. Spaß. Also mich hat fasziniert, dass man nie alleine war, dass der Hund irgendwie immer im Hause war und dass er wie ein Familienmitglied aufgenommen war in der Familie. Ich glaube, Menschen ändern sich, Menschen haben neue Bedürfnisse, neue Sorgen, Ängste, entscheiden sich mal so und ja, ich glaube, Tiere sind wirklich Wesen, die mit einem das Leben bestreiten und auch immer da sind, wenn man sie braucht. Und deswegen, das ist, glaube ich, das Besondere daran, warum Menschen gerne Haustiere haben. Als Kind wollte ich ganz interessante Haustiere haben. Da gab es zu einem den Wunsch, irgendwie eine Spinne oder eine Schlange zu haben. Oder ja, auch mal eine Stabheuschrecke war im Angebot. Das lag daran, dass ich einen Freund hatte, der wirklich alles zu Hause hatte. Terrarien mit etwaigen Spinnen und interessanten Lebewesen. Irgendwie war das interessant, gerade bei diesen gefährlichen Tieren, dass man dachte, okay, wenn du die als Haustier hast und die auf deiner Seite sozusagen sind, dann ja, bist du beschützt und ist auch irgendwie ein tolles Gefühl. Das hat was mit Vertrauen zu tun, mit Verantwortungsbewusstsein. Interessanterweise kam dann der Wunsch von den Amphibien, von Schlange, Spinne etc. hin zur Schildkröte. Ich hatte das mal im Film gesehen, dass jemand da eine Schildkröte als Haustier hatte und ich fand das total faszinierend und dachte mir so, das will ich auf jeden Fall auch. Und ich weiß auch, aus irgendwelchen Gründen hat das nicht geklappt, aber meine Eltern haben es dann geschafft, mir einzublühen, dass ja Fische auch ganz toll sind. Und ja, so kam es dazu, dass ich irgendwann ein Aquarium hatte. Und da hatte ich allerlei Fische drin, von Guppies über ja, größere Paradiesvogelfische. Nein, ich weiß nicht, wie die heißen, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Fische hat sich drum gekümmert, hat sie gefüttert. Das Schlimmste war tatsächlich, warum ich das tatsächlich dann irgendwann nicht mehr hatte. Da gab es ja verschiedene Gründe. Zum einen war das echt unglaublich anstrengend, immer dieses beschissene Aquarium sauber zu machen. Das war ja nach zwei, drei Tagen, haben ja irgendwelche Algen angesetzt und es wurde langsam dreckig und muffig und man muss das Wasser ja immer wechseln. Mein Herzenswunsch hinsichtlich Haustieren ist, dass ein Wesen immer an meiner Seite ist, wenn ich nach Hause komme. Ein Wesen an meiner Seite, mit dem ich schöne Dinge erleben kann. Und es ist einfach ein Familienmitglied und das ist, glaube ich, das Tolle daran.